Hallo zusammen, willkommen zurück bei Mist Survival. Ja, heute machen wir eine kleine Looting-Tour und dann, wenn es wieder Tag ist, wollte ich mich mal der Stromerzeugung widmen. Ja, Looting-Tour, das heißt, ich wollte ja mal schauen, wenn wir die Zombies hier in der Nacht töten. So. Wenn wir die jetzt in der Nacht töten, weil gelegentlich haben die im Loot Schwarzpulver. Und das Schwarzpulver brauchen wir wiederum, um Kugeln herzustellen. Und da dachte ich mir so, ist doch mal eine gute Idee, einfach mal die Nacht hier durchzumachen, hinter unserem geschützten Zaun zu stehen und Zombies zu töten. Ja, hier liegen schon einige rum. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie lange bleiben die liegen? Bleiben die so lange liegen, bis die Sonne aufgeht, oder verschwinden die jetzt nach einer bestimmten Zeit? Ich weiß es nicht, man kann ja wirklich kaum rausgehen. Sofort hat man wieder... Hey, geh zu! Sofort hat man wieder Zombies angelockt. Nee. Schon komisch. So kommen sie halt nicht. Sobald man herausgeht. Na, Wahnsinn. Hier liegt schon echt ein ganz schöner Berg. Da bin ich nachher mal gespannt. Gut, wir schauen mal auf die Uhr. 1.58 Uhr. Und ja, etwas ausruhen müsste ich mich auch. Unser Körper ist geschunden von der ganzen Arbeit in den letzten Folgen. Das heißt, wir gehen mal ins Bettchen und versuchen mal ein Ründchen zu schlafen. Eieiei. Ah, da war er tot. Hat er sich ausgeklackert. Sehr schön, dann können wir gleich looten gehen. 5 Uhr am Morgen. So muss es sein. Die sind noch alle da, wunderschön. So, dann gucken wir mal. Hier liegt noch ein Stock, den brauchen wir nicht. So, er hat nichts. Er hat nichts. Er hat Glas und Zucker. Er hat eine Kartoffel. Ja, die kann man jetzt natürlich zu einem Eintopf zur Nahrung verkochen. Hatte ich mich jetzt noch gar nicht mit beschäftigt. Muss ich mal schauen, ob ich das nochmal irgendwann in Angriff nehme. Aber ich glaube, dafür sollten wir dann erstmal ja ein Beet bauen, dass wir auch den Mais anbauen. Und dann daraus ein leckeres Süppchen kochen. So, jetzt gucken wir nochmal kurz hinterm Haus. Hier war doch noch so ein Kollege. Gut, ja, Schießpulver haben wir leider nicht bekommen. Aber versuchen wir es wert. Versuchen wir es definitiv wert. Ich glaube fast, ich habe hier einen vergessen. Nee, wir haben die alle. So, passt auf. Wie sieht's aus? Wir haben Durst und etwas Hunger. Dann tun wir erstmal unsere Bedürfnisse stillen. Erstmal hier ein, zwei getrocknete Fleisch. Und dann werden wir uns mal dem Bau des Stromgenerators widmen. Die Zahnräder seht ihr schon hier oben. Die hatte ich mir schon hergestellt. Dafür war ich ja in den letzten Folgen auch mit Looten beschäftigt, mit Eisenschrott sammeln. Diesen hatte ich dann in der Schmelze umgewandelt und daraus dann auf dem Amboss die Zahnräder hergestellt. So, schön. Wie sieht es eigentlich hier aus? Eine Jacke fehlt, eine Hose fehlt. Es kann jetzt sein, dass die Weste, die hat man ja eingebüßt in der Stadt. Kann jetzt auch sein, mir war fast, als wenn ich noch eine Hose oder eine Jacke mal anhätte.
Naja, gut. So. Waffe weg. Nee, nicht Pause. Ach, L. L wie Licht. Okay, dann gucken wir mal. Wenn wir jetzt den Stromgenerator bauen möchten, dann brauchen wir noch 10 Metallschrott und 20 Komponenten. So, 20 davon. Und 10 Metallschrott. So, machen wir einfach so. Dann nehmen wir den Rest. Jetzt gucken wir mal. Das sollten wir jetzt alles zusammen. Genau, den Generator. Da können wir bauen. Und jetzt ist die Frage, wo platzieren wir den? Also draußen auf jeden Fall. Der hat ja auch einen gewissen Radius, den der nach mit Strom versorgen kann. Ich möchte aber jetzt auch vielleicht nicht mitten hier einen Weg. Ich werde ihn einfach erstmal hierher setzen. So, machen wir auch ein bisschen schräg. Nicht alles gerade. Sehr schön. So, jetzt müssen wir schauen. Genau. 30 Meter. 30 Meter Range hat der. So, jetzt könnten wir Benzin tanken. Oder wir stellen uns noch die Destille her. Da müssen wir mal eben schauen. Die war hier. Genau, da brauchen wir jetzt noch 10 Steine. 20 Komponenten, eine Flasche und Metallschrott. Okay. Das können wir alles bauen. Flaschen habe ich noch hier drin. Irgendwo hier. So, eigentlich brauche ich bloß eine. Wartet. Rest wieder rüber. Können wir gleich mal die Taschen ausleeren. Stein, Komponenten und Schrott habe ich hier draußen. Ich glaube 10 Stein. Metallschrott müsste reichen. Und jetzt haben wir nochmal hier 2 Stacks davon. Auf können wir auch 3 machen, dann gehen wir auf Nummer sicher. Und 20 Stück. So, genau. Okay, können wir die jetzt bauen. Die erzeugt Alkohol. Alkohol ist doch eine gute Sache. Machen wir die. Das soll auch ein bisschen schick wirken. Ja, ich weiß nicht. Komm, bauen wir sie hier mit her. Die große Armeekiste, die können wir ja mal dann noch umlagern, dass sie nicht so die ganzen toll aussehenden Geräte verdeckt. Sehr schön. Die muss mal woanders hin. Woanders hin. So, da hat sie einen schönen Platz. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, was wir brauchen. Wir brauchen 2x Zucker. Jetzt habe ich ihn gerade ausgeladen. Eine Flasche. Und 10 Liter Wasser. Sehe ich das richtig? 10 Liter Wasser. Und ich denke mal, hier unten kommt bestimmt Feuermaterialien rein. Da holen wir was. Also 10 Liter Wasser, da könnte ich Probleme haben. Wenn da wirklich Wasser rein muss. So, wir brauchen jetzt noch Zucker und eine Flasche. Pass auf, ich nehme jetzt einfach hier reichlich mit. So, Zucker. Die Flasche, dann nehmen wir gleich noch Brennmaterial mit. Nehmen wir Feuerholz. Auf das ist dieses.
ausgekochte Bärenfett. Hier habe ich mal 0,02, also ganz kleine Einheit. Das hatte ich mal testweise gleich runtergenommen. Den zwei können wir etwas rumexperimentieren. So, Feuermaterial. Muss ich schauen, wo ich das gelagert habe. Hier haben wir schon mal Streichhölzer. Jetzt brauchen wir noch Zunder. Und hier haben wir 10 Liter Wasser drin. Okay. Dann haben wir ja doch Glück. Hier haben wir Zunder. So. Bin ich mal gespannt. So, genau. Wasser. Feuermaterial. Zunder rein. Streichhölzer rein. Oder vielleicht heißt das maximal 10 Liter. Ich hole mal so einen ganzen Eimer ungesäubertes Wasser. Jetzt muss ich bloß schauen. Eimer. Haben wir hier drin. Jetzt haben wir hier 10 Liter im Eimer drin. So, 10 Liter, okay. So, hoffen wir mal, das funktioniert. Also, sie destilliert. Es brennt, destilliert, ich bin gespannt. Ja, also einen Tag brauchst du erstmal. Okay, die läuft. Jetzt schauen wir uns hier den Motor an, ob wir hier das ausgekochte Bärenfett nehmen können. Jedenfalls ist die Flasche jetzt leer. Genau, ah super, das funktioniert. So, 8 Stunden reicht das jetzt. 1 Liter 8 Stunden. Das ist echt heftig. So, dann haben wir schon mal alles zum Laufen gebracht. Können wir den ausmachen, aber 8 Stunden, wenn ich jetzt den Kühlschrank betreiben will, dann brauchen wir jetzt 8, 16, 3 Liter am Tag, um den dauerhaft zu betreiben. 3 Liter. Na gut. Die Destille. Jetzt weiß ich nicht, was da rauskommt. Ob da jetzt auch Treibstoff rauskommt oder bloß so eine Art Alkohol für sterile Verbände. Naja. Es bleibt spannend. Gut. Da hat man heute schon einiges geschafft. Wieder was gebaut. Aber wisst ihr was? Ich habe letztens schon überlegt. Ich hatte doch ganz zum Anfang des Let's Plays. Da war ich bei einem Häuschen, wo wir die Wasserfässer geholt hatten. Und da gab es ja auch noch diese Lampen am Weg, diese Straßenbeleuchtung. Aber fragt mich jetzt nicht mehr, wo das war. Da wollte ich ja unbedingt noch mal hin, diese Beleuchtung holen, diese Lampen holen. Aber mir fällt absolut nicht mehr ein, wo ich da lang gefahren bin. Fällt mir absolut nicht ein. Aber wisst ihr, was wir heute machen können? Wir können mal hier hinten, hier gab es ja noch diese Blockhäuser. Da war ich noch gar nicht drin.
Und da können wir doch mal reinschauen, ob es da noch irgendwas gibt. Inzwischen können wir jetzt hier die Zombies mit unserem Bogen gut töten. Das sollte dann kein Problem sein. Im Notfall haben wir noch eine Waffe. Genau, da haben wir noch ein Blockhaus, aber. Ah, wartet mal. War ich da nicht drin? Und da war sogar noch eine Tür versperrt, wo ich noch kein Brecheisen hatte. So, Snipergewehr brauchen wir erstmal nicht. So, aufpassen, dass wir nicht in die Pampe fallen. Hier hingeschossen. Schade. Ging daneben. Oh, wieder einer auf den Deckel gekommen. Hey, das war doch ein Kopf, Kollege. Jetzt aber. Oh Mann. Naja, egal. Egal, wir halten das aus. So, was haben sie mit? Eine Flasche, eine Kartoffel und ein bisschen Aufputschmittel, Antibiotika. So, unsere Pfeile. Da haben wir einen. Mal gucken, wie sich ein bisschen wegdrehen, ob wir noch einen Pfeil finden. So, ein Brett. Flasche, ein bisschen Schrott. Vorne sollte ja noch ein Pfeil von uns stecken. Hier ist wieder so eine versperrte Tür. Die Pfeile, das waren jetzt ganz normale Holzpfeile, die ich hatte. Das ist nicht weiter wild, wenn wir die einbüßen. Knack, auf ist es. Und was haben wir hier drin? Einen Hammer. Und einmal Verband. Verband ist immer gut. Das hat man zum Anfang richtig gut gebraucht. Obwohl, das brauchen wir fast jetzt noch. Müssen wir mal eben schauen, ob wir überhaupt fit sind oder ob uns was fehlt. Ey, wir sind fit. Alles. Alles okay. Gut, Haus 1 haben wir jetzt durchsucht. Dann geht's mal weiter. Daheim. So, Munition, noch ein Brett. Was haben wir hier? Ein Regal mit nichts drauf. Und wieder eine versperrte Tür. Auch hier wollen wir reingucken. Baseballschläger. Ist immer so ein Schreck,
Schreckminute. Wenn die auf... Oh, eine Kiste. Eine Kiste mit Munition. Das ist doch jetzt hier... Für unsere Sniper. Drei Schuss. Nee, leider nicht. Fünf Schuss haben wir geladen. Null werden mir denn da angezeigt, also wir haben keine weiter im Gepäck drin, im Inventar. Ja, so eine Kiste, die ist doch schon mal gut. Kisten kann man immer haben. Okay, so, naja, klar. Eins haben wir noch, da gehen wir auch noch hin. Ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt hier links hochlaufe, den Berg, da war doch noch ein Aussichtsturm mit einem Sniper drauf. Inzwischen haben wir doch jetzt selber einen Sniper. Ob wir schaffen, den zu entdecken, bevor der uns entdeckt, dass wir da oben auch mal looten können. Zack, reingeworfen, perfekt. So, wir gehen mal noch zu dem Haus am See da oben. Und dann kicken wir mal hier durch die Bäume durch, ob wir den Wachturm sehen. Genau, hier oben. Ja, hat es mich zerrissen. Guck jetzt nochmal, denn wir hatten letztens auch eine Inventar-Upgrade gefunden auf einem Steg drauf. Das hat mal alles gelootet, nur die Tür hier. Die war halt noch versperrt. Oh. Die Kiste mit einem Messer. Und die Kiste finde ich jetzt vom Aussehen her toll. So, Inventarplätze hat sie ja plus zwei. Die bringt jetzt nicht wirklich viel, aber die sieht toll aus. Was? Wir gucken mal. Wir schauen einfach mal. Eieiei. Das ist jetzt hell und nah. Da war er. Also wenn wir schnell sind, schaffen wir es. Ah, ich hab's gewusst. Er hat so schön geschaut. Gut, da würde ich sagen, ein guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Und auf jeden Fall schaffen wir den Sniper. Und da können wir ruhig mal schauen, ob wir das in der nächsten Folge mal in Angriff nehmen. Da oben. Da war ich ja noch gar nicht. Und ja, hat mich gefreut, dass er dabei war. Und macht's gut. Bis später.